Hey, Leute, it's Cramix hier, was geht, Paul Berger. Wir werden heute gemeinsam auf die verrücktesten Automaten der Welt reagieren. Ich bin sehr gespannt, Leute. Ich würde sagen, wir starten in 3, 2, 1. Lasst ein Like und ein Abo da und let's go. Nicht die bekannten Snackautomaten, die an Bahnhöfen und Haltestellen stehen. Zigarettenautomaten gibt es ja fast an jeder Straßenecke und hier und da findet man auch noch einen alten Kaugummiautomaten. Ich habe diese Kaugummiautomaten noch nie benutzt. Schon denken, das ist noch. In diesen Kaugummiautomaten waren die Dinger damals schon alt, als ich ein Kind war vor 20 Jahren. Wisst ihr, wie ich meine? So, wer die heute benutzt? Ganz krankes Ding. Noch nicht alles. Mittlerweile gibt es nämlich immer mehr außergewöhnliche Automaten, an denen man rund um die Uhr alles bekommt, was das Herz begehrt. Egal ob Elektronik, ausgefallenes Essen oder sogar skurrile Puppen. Die verrücktesten Automaten der Welt wollen wir euch heute zeigen. Ich bin gespannt. iPod-Automaten. Lange Wartezeiten an Flughäfen oder Bahnhöfen sind keine Seltenheit. Ich meine, das wissen wir alle. Glücklicherweise gibt es neben den Shops in einem Flughafen aber auch Verkaufsautomaten, mit denen man sich etwas die Zeit vertreiben kann. Doch was soll man da kaufen? Einen Kaffee? Einen Schokoriegel? Oder doch lieber einen iPod? Ja, ich weiß, das Ganze hört sich verrückt an, ist aber schon lange Realität in den Vereinigten Staaten. Nachdem Apple mit seinen Produkten schon vor Jahren einen unglaublichen Boom erfuhr, waren die Stores häufig so überfüllt, dass man als Kunde, egal zu welcher Tageszeit, kaum Luft zum Atmen hatte. iPod da die Nachfrage nach den smarten Geräten auch heute noch so krass hoch ist, hat man sich vor einiger Zeit dazu entschlossen, Flughäfen und Bahnhöfe gleich mal zu kleinen Elektronikläden umzubauen und sie mit iPod, iPhone und iPad-Automaten auszustatten. Eigentlich eine ziemlich schlaue Sache, aber leider hat es in der Vergangenheit auch immer wieder mal den ein oder anderen Diebstahlversuch gegeben. Ja, ach ja, bezahlt wird an solchen Automaten natürlich nicht bar, sondern mit Karte. Baguette-Automaten. Aber wisst ihr, was ich dabei nicht verstehe? Angenommen, man kauft sich da jetzt ein iPod, iPhone, whatever so. In dem Moment bringt einem das ja noch nichts, weil wenn du dir jetzt ein iPod kaufst, dann ist da noch keine Musik drauf. Wenn du dir ein iPhone kaufst, dann hast du ja noch nicht die richtige SIM-Karte dafür. Versteht ihr, wie ich meine? So? Die machen gerade so, als würdest du das direkt jetzt kurz direkt nutzen können, um die Wartezeit zu überspringen. Weiß ich nicht, Bro. Wer kennt es nicht? Man geht nach einem langen Abend oder einer wilden Party nach Hause und hat so richtig Hunger. Die meisten Restaurants und Geschäfte haben um diese Zeit ja leider schon zu, also muss man irgendwie Abhilfe schaffen. In Frankreich gibt es darauf eine ganz klare Antwort und die lautet Baguette. Ich meine, klar, was auch sonst, schließlich sind die Franzosen ja klischeehaft bekannt für ihr Baguette. Häufig gibt es hier an den Außenwänden von Bäckereien einen kleinen Automaten, bei dem man für wenig Geld ein leckeres Baguette kaufen kann. Voll und das geil. Beste daran, es ist sogar noch warm. Eierautomaten. Das ist cool. Das finde ich sehr cool. Wo wir gerade schon mal beim Thema Essen sind, während es in Frankreich das Baguette ist, ist es in Japan scheinbar das geliebte Frühstücksei, das auf keinen Fall morgens auf dem Teller fehlen darf. Und ja, wer da am Vortag mal vergessen hat, welche im Laden zu besorgen oder wer spontan einen Kuchen backen will, hat keinen Grund zu verzweifeln. Denn tatsächlich ist Japan bestens ausgestattet mit Eierautomaten. Für umgerechnet 2,50 Euro bekommt man hier eine Schachtel mit 12 frischen Eiern, die jeden Morgen neu angeliefert werden. Da kann man den Japanern ja eigentlich nur noch wünschen, dass die Eier auch wirklich heile aus dem Automaten kommen, ansonsten wird das nämlich eine ziemliche Sauerei. Krawattenautomaten. Und es geht nochmal nach Japan. Japanische Geschäftsmänner scheint es wohl öfter zu passieren, dass sie ihren Morgenkaffee auf dem Weg zur Arbeit versehentlich über ihr Hemd schütten. Okay, anders kann man sich nämlich nicht erklären, wieso sich dieses Geschäftsmodell so stabil hält. In Japan findet man nämlich gerade in Geschäftsgegenden an jeder Ecke Krawattenautomaten. Mit allen Farben und Mustern bestickt können sich Männer hier ihr Lieblingsexemplar aussuchen und für wenig Geld kaufen. So sparen sie sich immerhin den Weg zurück nach Hause oder können nach einem Fauxpas in der Mittagspause mal eben an den Automaten in der Ecke gehen. Hummerautomat. Seafood-Genießer, aufgepasst, jetzt könnte was für euch kommen. Wer auf Hummer, Krabben, Kaviar und Co. steht und aus Amerika kommt, der hat Glück. Denn hier muss man tatsächlich nicht extra in ein spezielles Restaurant fahren, um die Meerestiere zu verspeisen. Wer weder Lust auf ein Restaurant noch auf Fertigprodukte aus dem Supermarkt hat, der kann hier selbst aktiv werden. Mit einer Maschine, die ähnlich aufgebaut ist wie die, womit man Kuscheltiere auf der Kirmes angeln kann, können sich die Kunden ihren eigenen lebendigen Hummer aussuchen und mit dem Joystick am Gerät fangen. Und ja, im Gegensatz zu den Kuscheltieren ist es hier auch nicht so schlimm, wenn das Ganze nicht auf Anhieb klappt, denn man kann es tatsächlich so lange versuchen, bis man wirklich seinen Lieblingshummer erwischt hat. An der Stelle geht aber mal eine Frage an euch raus, würdet ihr das probieren oder haltet ihr das eher für Tierquälerei? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Regenschirmautomaten. Ich weiß jetzt nicht, ob es Tierquälerei ist, weil es macht ja vom Ding her jetzt keinen Unterschied, ob die von dem in so einem kleinen Becken sind und von dem Roboter genommen werden oder von einer Person, aber
Ist schon irgendwie weird so. Wer in Hongkong oder Vancouver in Kanada lebt, braucht sich keine Sorgen mehr darum zu machen, dass die neue Frisur oder die schicken Klamotten durch einen unvorhersehbaren Regensturm kaputt gemacht werden. Das ist aber eigentlich eine gute Idee. Wer hier lebt, wird zwar weiterhin mit unangekündigten Schauern überrascht, doch nass werden ist hier kein Problem mehr. Hier gibt es in vielen Einkaufszentren oder an Bahnhaltestellen Regenschirmautomaten, die alle, die es wollen, mit dem perfekten Schutz gegen den lästigen Regen eindecken. Cupcake-Automaten. Die Geschichte des nächsten Automaten begann eigentlich damit, dass eine Bäckerin schwanger wurde. Sie hatte zwar so kaum außergewöhnliche Gelüste, doch ihr Heißhunger nach Cupcakes war dafür umso stärker. Und tatsächlich war der sogar so krass, dass sie rund um die Uhr einen der kleinen bunt verzierten Kuchen verzehren konnte. Das einzige Problem war, dass normale Konditoreien ja normalerweise gegen Abend schließen. Und so setzte sie sich dafür ein, dass ihre Firma als erste einen Cupcake-Automaten auf die Straße brachte. Im Jahr 2012 entstand also der erste Automat der Firma Sprinkles in Beverly Hills. Egal ob Schokolade, Zitrone oder Strawberry Cheesecake. Die Kunden können am Automaten ihre Lieblingssorte aus einer langen Liste auswählen und in wenigen Sekunden bekommen sie den Cupcake in einer kleinen Pappbox. Ist halt nur die Frage, wie frisch die da halt immer sind in so Automaten. Ah, und die Idee ist übrigens so gut angekommen, dass man die süßen Automaten nun verteilt in den ganzen USA findet. Ballerina-Automat. Endlich ist Schluss mit lästigen Blasen und schmerzenden Füßen. Und das alles dank einem praktischen Ballerina-Automat. Statistiken nach tragen 7 von 10 Mädels beim Feiern gehen hohe Schuhe und ganze 80% beklagen sich danach über einen stechenden Schmerz. Wer dem entkommen will und nicht ständig Wechselschuhe im Gepäck hat, der kann sich am Ballerina-Automaten bedienen. Für wenig Geld gibt es hier die faltbaren, aber vor allem flachen Schuhe im modischen Design. Einigen Partygirls aus Berlin könnte das Ganze übrigens auch schon bekannt vorkommen, denn auch hier steht seit einigen Jahren der erste Ballerina-Automat der Marke Ballerinas to go. Krass. Geschenkautomat. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so eine Marktlücke ist, ne? Jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch gehört auch zu den Last-Minute-Geschenke-Shoppern, die gerade so kurz vor Weihnachten nochmal in die Stadt fahren und auf den letzten Drücker noch Geschenke kaufen? Und meistens kommt dann noch das Problem hinzu, dass man auf den letzten Drücker selten gute Geschenke findet. In Dubai, dem Land des Reichtums und der Influencer, ist das kein Problem mehr, denn hier findet man fast in jedem Einkaufszentrum kleine Automaten, in denen man Kerzen, Schmuck oder personalisierte Kleinigkeiten erwerben kann. Spontane Party-Einladungen kann man hier also mit gutem Gewissen annehmen. Und wer mal wieder den Geburtstag der eigenen Mutter vergessen hat, steht auch hier nicht peinlich ohne Geschenk da. Der Kurzgeschichtenautomat. Dass Jugendliche zu oft und zu gerne am Handy sitzen, wird von älteren Generationen ja gerne mal als Problem angesehen. Und ja, auch einige Städte scheinen dagegen etwas tun zu wollen. Wer sich in der Mittagspause lieber mit sinnvollen Dingen beschäftigen will, der kann zum Kurzgeschichtenautomaten greifen. Äußerlich kann man dank dem modernen Design kaum erkennen, dass es sich hier um einen typischen Automaten handelt. Wer Lust auf Lesestoff hat, kann hier zwischen 3 Varianten wählen. Eine Geschichte für 1, 3 oder 5 Minuten. Ähnlich wie ein Kassenzettel wird hier dann ein schmales Blatt Papier mit der Geschichte seiner Wahl ausgedruckt. Finden kann man solche Automaten in Amerika, vor allem in Bibliotheken, Universitäten, aber auch einigen Cafés, die von dem Leseservice begeistert sind. Das finde ich aber nice. Der Autoautomat. Ich finde das nice. Ja Leute, wir hatten jetzt schon iPods, Ballerinas und die verschiedensten Lebensmittel aus Automaten. Aber wusstet ihr, dass man heutzutage sogar schon Autos aus Automaten kaufen kann? Das Ganze ist tatsächlich kein Witz. In Singapur fehlt es ja wirklich nicht an Geld und auch nicht an teuren Autos. Aber was in Singapur knapp ist, das ist der Platz. Und genau das brachte ein Autoverkäufer auf eine außergewöhnliche Geschäftsidee. Gigantischer Autoautomat. Der 45 Meter hohe Automat enthält 4 Stellplätze pro Etage, auf denen insgesamt über 60 Modelle ausgestellt sind. Von der britischen Edelklasse wie Rolls-Royce oder Bentley über deutsche Luxusmodelle von Porsche und Mercedes bis hin zu italienischen Sportwagenklassikern wie Ferrari 512M, ein Lamborghini Aventador und ein Maserati Quattroporte. Teurer geht es wohl kaum. Was aussieht wie ein wahr gewordener Kindertraum, ist hier pure Realität. Das Wunschauto kann man sich hier mit einem Fingertipp auf dem Display ins Erdgeschoss bestellen und schon wird der Wagen innerhalb von 2 Minuten über ein Rollbandsystem mit dem Aufzug nach unten gebracht. Die Wartezeit kann der Kunde übrigens in einem teuren Ledersofa damit verbringen, sich das eigens gedrehte Video über sein neues Auto anzusehen. Voraussetzung für den ganzen Spaß ist nur eins, dass die Kreditkarte das alles aushält. Der Frauenautomat. Da brauchst du eine Kreditkarte ohne Limit, ey. Aber geile Sache, finde ich cool.
Von allen verrückten Automaten, über die wir bisher gesprochen haben, ist das hier sicherlich der ausgefallenste. Und ja, der kommt natürlich wieder aus Japan. Dem Land mit den vielfältigsten Automaten auf der ganzen Welt. Hier hat man sich scheinbar vor einiger Zeit um die Problemlösung eines weit verbreiteten Phänomens gekümmert. Wer sich einsam fühlt oder einfach nur eine Dame zum Mittagessen haben will, kann sich hier eine Frau aus dem Automaten ziehen. Hört sich bescheuert an, ist es eigentlich auch. Natürlich handelt es sich hier nur um lebensgroße Puppen, doch trotzdem scheint die Verkaufsidee so gut zu funktionieren, dass man bald noch mehr dieser Automaten anschaffen will. Und ja, damit sich Frauen natürlich nicht benachteiligt fühlen, soll es in Zukunft auch Automaten geben, in denen man sich eine männliche Puppe kaufen kann. Für 100 Yen, was umgerechnet knapp 75 Cent sind, kann man sich hier schon mit einer Puppe glücklich kaufen. Wundert euch also nicht, wenn ihr mal nach Japan reist und Menschen dort happy mit ihren Puppen im Park sitzen. Eier, Autos oder doch lieber Frauen, welche der verrückten Automaten hat euch am besten gefallen und was würdet ihr euch in eurer Stadt unbedingt wünschen? Schreibt es uns gerne mal unten in die Kommentare. Erstmal kurz eine Sexpuppe kaufen an einem Automaten, moin. Naja, Leute, das soll es gewesen sein. Ich fand den Autoautomat am coolsten. Was hat euch am besten gefallen? Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde ich sagen. Bis dahin, haut rein, Leute. Aircrimex.